Yo Leute, herzlich willkommen zum Best of Fall Guys Ultimate Knockout Nummer 40, einem Zusammenschnitt aus mehreren Sessions aus Saison 6. Viel Spaß! Dieses Best of fangen wir einfach mal mit dem Anblick von sehr vielen in den Schleim fallenden Leuten bei Fruchtsumme an. Und wenn ihr wissen wollt, wie viele am Ende rausgeflogen sind, so viele. Oh, jetzt wird's interessant. Okay. Bis jetzt ist noch alles in Ordnung, einigermaßen. Aha. Oh no. Ah, jetzt bin ich einmal runtergeschmissen worden. Oh, oh Schande. Oh! Habe ich es geschafft? Yes! Jawoll! Hammermäßig. Ah, geil. So. Jetzt wird erstmal wieder schön abgefeiert. Ah, ich liebe Bergspitze einfach. Bester Finalmodus jemals. Seit Saison 1. Und auch für alle Saisons, die noch kommen werden. So viel steht fest. Ach ja. Jetzt gilt es bei diesem Rennen wieder den Ventilator in der Mitte zu überstehen. Hat zum Glück funktioniert. Ein anderer hat es sogar mit mir zusammen geschafft. Und jetzt nur noch diesen sich schnell drehenden Balken überwinden. Das habe ich scheinbar etwas besser hingekriegt als der andere, der auch eine gute Chance auf den ersten Platz hatte. Und da konnte ich einfach nicht anders. Einmal ein kurzes Emote vor der Ziellinie und dann erst reinspringen. Das konnte ich mir bei dieser Runde ehrlich gesagt auch nicht nehmen lassen. Wie ihr gesehen habt, war ich der Erste und für eine ganze Weile lang sogar der Einzige, der den Sprung zur letzten Etappe dieses Rennens geschafft hat. Und das habe ich dann auch direkt ausgenutzt und stand erstmal eine Weile vor der Ziellinie und habe so oft Emotes gestartet, wie ich nur konnte. Und dabei die ganze Zeit genussvoll in die Richtung geguckt, um zu schauen, okay, sobald der Erste es schafft, hierher zu kommen, bis kurz vor die Ziellinie, dann springe ich vorsichtshalber direkt rein. Und da war es dann auch soweit. Ja, ja, konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen. So, jetzt hier nur noch drei Leute übrig beim Finale. Und ich habe den anderen zu verstehen gegeben, indem ich quasi die ganze Zeit die Greiftaste gedrückt gehalten habe und dadurch die Hände ausgestreckt hatte, habe ich den anderen unmissverständlich zu verstehen gegeben, wenn ihr mich anpackt, packe ich euch automatisch auch. Ja, und da, der eine hat sich getraut und Achtung, der eine oder andere von euch wird sich jetzt fragen, Moment mal, hat das Spiel jetzt angezeigt, dass beide gleichzeitig rausgeflogen sind? Und ich kann euch mit ziemlicher Sicherheit sagen, ja, das hat es. Wie ihr seht, tatsächlich hat in dieser Runde keiner die Krone gekriegt. Und wisst ihr was? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der andere, der mich gepackt hat, sich mehr darüber aufgeregt hat als ich. Weil der war sich wahrscheinlich seines Sieges schon sicher. Ja, aber wenn er die Zeichen gedeutet hätte, nämlich dass ich meine Arme bereits ausgestreckt hatte, hätte er gemerkt, dass wenn er mich angepackt hat, beziehungsweise wenn er mir schon zu nahe gekommen wäre, dass ich ihn automatisch zurückgepackt hätte. Also, tja, war ja nicht meine Schuld. Und ich fand es äußerst amüsant, ehrlich gesagt, dass das Spiel dann am Ende gesagt hat, ach ja, dann kriegt halt keiner die Krone. So, hier nochmal ein schöner erster Platz bei Schleimkraxler. Und jetzt noch einmal Pinguin Party. Da habe ich nach ein bisschen Hinterherjagen von einem Pinguin da hinten jemanden gesehen, der sich in aller Ruhe mit einem Pinguin in eine Ecke zurückgezogen hat. Da habe ich dann schön drauf gewartet, bis er seine Punkte hatte, mir den Pinguin geschnappt und mich dann schön vorsichtshalber noch auf der Brücke versteckt. Da kam jetzt auf einmal noch einer ohne Pinguin auf mich zu und ich dachte, oh scheiße, der will ihn mir jetzt abnehmen. Aber nein, dann habe ich gemerkt, ja okay, er geht extra hoch, damit er den Abstand wahrt, er will mir auch die Punkte gönnen. Da dachte ich mir, alles klar, super Sache. Ach ja, finde ich immer wieder schön. Ich weiß, das hatten wir schon öfters in den Best-Offs, diese stillen Abkommen bei Pinguin Pool Party, aber trotzdem finde ich es immer wieder schön, wenn es vorkommt, sodass ich es auch immer wieder zeigen muss. So, hier bei der Runde seht ihr schon einige Leute vor mir, die auf die Ziellinie zulaufen. Aber als es dann auf den Ventilator zuging, da habe ich dann gemerkt, oh, die Leute von rechts scheinen deutlich mehr Probleme gehabt zu haben, als ich auf der linken Seite. Ja, und das hat mir dann am Ende doch noch unerwartet den ersten Platz beschert. Als nächstes gibt es eine schöne, spannende Runde Tastenhämmerer. Der Anfang war da noch einigermaßen harmlos. Wir haben beide versucht, per Ventilator hochzukommen. Mein Gegner hat es geschafft. Und ich habe danach versucht, noch ein paar Anschlusspunkte zu holen, aber ja,
Mein Gegner konnte sich da schon ein paar Mal öfter einen Punkt sichern, wie ihr seht. So einen kleinen Vorsprung hat er jetzt mittlerweile schon. Und er schafft es auch deutlich besser in die Mitte zu kommen per Ventilator, wie man bereits gesehen hat. Und selbst da, wo ich die Chance hatte, zwei Schaltflächen, die nebeneinander waren, abzugreifen, stand er schon unter der Lichtbrücke bereit und konnte sich selbst den Punkt sichern. Also auf jeden Fall respektabler Gegner, wie ihr seht, ne? Der Punktestand spricht eigentlich schon für sich. Und ich muss zugeben, an dieser Stelle, ja, habe ich schon, ehrlich gesagt, nicht mehr so wirklich mit einem Sieg gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da war schon ein gewisser Punkteunterschied da, klar. Der war jetzt nicht immens groß, aber durchaus konstant genug. Sodass ich mir gedacht habe, könnte eventuell dieses Mal nichts werden. Aber gerade bei diesem Punkt haben wir uns beide irgendwie ein bisschen schwer getan, wie ihr gesehen habt. Immer wieder daneben gehechtet. Und jetzt gerade wird es doch spannend. Jetzt habe ich den Ausgleichstreffer erzielt, in den letzten 10 Sekunden dann sogar noch ein paar Extrapunkte gemacht. Und Leute, das war wirklich eine Überholjagd in letzter Sekunde. Oder in den letzten Sekunden, besser gesagt. Und was kam direkt danach? Bergspitze. Also, ne, kein Wunder, dass die Tasten zum Ende hin plötzlich so gut für mich lagen. Bergspitze wollte mich wiedersehen, ne? Mein Modus. Ja, und hier wieder mal das Übliche. Die Bälle knallen runter. Ich suche mir nach Möglichkeit so ein bisschen Schutz hinter den erhöhten Flächen. Hier an den Hämmern vorbei. Auf die Gummisäulen aufpassen. Notfalls eine kleine Extra-Runde auf der Stelle drehen, wenn es sein muss. Da habe ich sogar noch ganz knapp geschafft, durch die Lücke zu schlüpfen. Und das hat mir dann am Ende auch die Krone beschert. Dieses Ding hat mir sogar beim Aufblasen einen ordentlichen Boost verpasst. Hätte ich nicht gedacht. So, als nächstes das finale Riesenpatzer. Hatten wir auch lange nicht mehr. Und ja, wie ihr seht, ich habe mich mal wieder erst in den letzten 30 Sekunden in Bewegung gesetzt. Vorher wäre es mir zu stressig, selbst wenn ich den Schweif bekommen würde, dann so lange vor allen wegzulaufen, würde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen. Deswegen dann lieber erst ein paar Sekunden weglaufen, dann habe ich schon mehr Chancen auf sowas. Und wie ihr seht, zack, da habe ich mich tatsächlich noch in den letzten Sekunden fix mit dem Schweif absetzen können. Und da konnte ich mir tatsächlich mal nach langer Zeit wieder bei Riesenpatzer den Sieg sichern. Lange ist her, aber ab und zu ist das auch mal ganz schön. So, und hier ein ganz kurzer Boost am Ende durch die Gummisäule hat mir einen ganz knappen ersten Platz beschert. Nashorn sagt nein. Ja. Aber keine Sorge, direkt danach, auch wenn es anders aussieht, kam ich an den Nashörnern vorbei. Aber schon ganz witzig, wie das Nashorn bei dem ersten Sprung direkt gesagt hat, ne, du nicht und jetzt nicht. Oh Mann, herrlich, immer wieder schön mit den Nashörnern. Naja, jetzt wieder Tempel-Lirind, da war es wieder ein großes Chaos am Anfang. Und ich dachte mir, okay, ich versuche mein Glück hier und das war tatsächlich auch reines Glück. Ich wusste nicht, ob meine Gegner eventuell sogar schon in eine andere Richtung einen alternativen Weg entdeckt haben. Aber scheinbar war dem nicht so. Hier bei den Hämmern habe ich mich zum Glück nicht allzu lange aufhalten lassen. Meistens dauert es auch etwas länger in dem Räumchen. Aber für die Krone hat es auf jeden Fall noch gereicht. Herrlich. Ah, die Wackeres Würstchenprobe ist wieder da. Und dieses Mal auch wieder mit dem goldenen Handschuh als Kostümbelohnung. Okay. Ja, wieder mal das Übliche, ne? Truppshow, Hauptprogramm, Duo-Trupps. Mal schauen. Da wurde auch gleich ein neues Kostüm angezogen und das Glück in der Mitte mit dem Riesenventilator versucht. Hat geklappt. Gott sei Dank, jetzt heißt es nur noch die letzten Meter überstehen, ohne einen Fehler zu machen. Da links kam noch jemand angeflogen, wo ich mir dachte, oh, das könnte noch gefährlich werden, Konkurrenz für den ersten Platz, aber nein. Gott sei Dank, der letzte Sprung hat bei dem anderen nicht ganz so gut geklappt. So, jetzt bei diesem Partyrennen, da habe ich ehrlich gesagt ab diesem Zeitpunkt schon gar keine Gegner hinter mir mehr gesehen. Was an sich schon immer ein gutes Zeichen ist, dass man sich etwas mehr Zeit lassen könnte, falls es mal zu Fehlern kommen sollte. Aber natürlich versuche ich trotzdem immer noch so schnell es geht durchzukommen, damit jetzt nicht ein unnötiges Risiko eingegangen wird, versteht sich. Klar, selbst wenn ich jetzt nicht den ersten Platz
bekommen sollte. Qualifizieren kann ich mich danach trotzdem noch. Aber wenn ich schon die Möglichkeit auf den ersten Platz habe, dann versuche ich natürlich mein Bestes zu tun, um diesen auch zu erreichen. Und wie ihr seht, es gilt mehr als genug Abstand zu den anderen. Und da war der erste Platz auch einigermaßen safe. So, jetzt hier bei dem Sprungprobenfinale mit Ventilator diesmal. Ich finde das ehrlich gesagt mit Ventilator immer ein kleines bisschen spannender. Dann fliegen auch meistens etwas mehr Leute raus. Finde ich dann insgesamt immer ein kleines bisschen spannender. Naja, hier seht ihr bereits, wir haben uns im Stillen darauf geeinigt, uns nicht anzupacken, uns schön genug Abstand zu lassen und auf diese Art und Weise auch uns schön sowohl auf den Balken als auch auf den Ventilator zu konzentrieren. Auf diese Art und Weise, ja, hatten wir unsere Ruhe zum Glück. Aber da, wundersamerweise, ich habe es noch nicht mal richtig mitgekriegt und selbst als ich es mir nochmal angeguckt habe, habe ich nicht genau gesehen, was passiert ist. Aber scheinbar hat ihn der Balken am Ende doch noch einmal erwischt und dann ist er runtergeflogen. Schade eigentlich, ich hätte ihm auf jeden Fall an der Stelle die Krone gegönnt. Und hier sieht man noch einmal eine Goldmedaille in jeder Runde der Session bekommen. Kriege ich auch nicht allzu oft hin. Passen aber auch ziemlich gut zum goldenen Hexenoutfit, muss ich sagen. Da war jedenfalls schon der erste Satz an Herausforderungen beendet. Jetzt heißt es, ab in den Duo-Modus und dort das Finale einmal gewinnen. Und das lief an sich eigentlich schon am Anfang zumindest relativ gut. Da konnte ich mir bei dem Rennen hier, wie ihr seht, schon ziemlich früh den Platz an der Spitze sichern. Und das konnte ich mir dann auch zum Glück bis zum Ende bewahren. Ne, ab und zu auch mal kurz stehen geblieben, damit mich nicht doch noch im falschen Timing eine der Gummisäulen erwischt. Und dann hat es auch schon locker gereicht, wie ihr seht. Hammermäßig. So, als nächstes diese Rennrunde. Da war ich zwar nicht Erster, aber da fand ich es einfach nur interessant, wie krass ich es hingekriegt habe, von dem Balken in der Mitte nicht rausgeschmissen zu werden, sondern dass der mich tatsächlich safe auf die andere Seite führt. Wer hätte das gedacht? So, Achtung. Ja, wenn sonst keiner den ersten Platz will, ich nehme ihn immer wieder gerne. Ihr braucht es nur zu sagen. Ich habe da nichts dagegen. Wenn ihr ihn nicht haben wollt, meine Güte, ne? Dann bin ich immer da, um ihn mir zu nehmen. Ist doch kein Problem. Naja, hier jedenfalls wieder im Teammodus Punktejagd sozusagen. Einfach Medaillen sammeln, so gut es geht. Da habe ich am Anfang ziemlich viel Konkurrenz in den Gebieten gehabt, wo die Medaillen gespawnt sind. Aber dann habe ich ein Gebiet entdeckt, nämlich das hier, wo kaum einer unterwegs war. Und das war ein reines Medaillenfest, wie ihr seht. Da konnte ich mir Medaillen noch und nöcher sichern und uns somit direkt als erstes Team in die nächste Runde katapultieren. Hammermäßig. Hier wurde es auch nochmal ganz schön knapp. Eigentlich habe ich ja bereits die Führung übernommen, wurde dann doch noch einmal überholt. Und als es dann zum Ventilator in der Mitte ging, keine Ahnung wie, konnte ich an dem anderen vorbeiziehen. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Aber ja, war wieder mal ein glücklicher Zufall. So, jetzt gilt es im Duo-Modus das Tempelrind zu bewältigen. Wie ihr seht, ja, am Anfang habe ich zwar die 50-50-Chance hingekriegt. Danach wurde es dann allerdings wieder ein bisschen tricky. Und jetzt heißt es einfach nur auf gut Glück die Türen anspringen und hoffen, dass man nicht allzu weit zurückfällt. Hier konnte ich kurzzeitig die Führung übernehmen, habe dann allerdings zu spät gesehen, oh, da wurde jetzt die nächste richtige Tür gefunden. Da habe ich zu spät reagiert, ich habe schon gesehen, dass diese Tür die falsche war, hätte schon vorher die Richtung ändern können. Das war schlicht und ergreifend eine viel zu späte Reaktion. Hier konnte ich dann aber nochmal bei dem letzten Raum vorbeiziehen, ganz, ganz knapp und bam. Also, ob der andere es noch geschafft hat, die Krone mitzugreifen, ob jetzt zwei Teams gewonnen haben, glaube ich zwar nicht. Aber es sah für eine Sekunde lang so aus, als hätten wir beide die Krone gleichzeitig gepackt. Naja gut, egal. Damit war der Sieg bei dem Duo-Modus auch durch. Jetzt fehlte nur noch der Trupp-Modus. Und hier habe ich mir einen kleinen Scherz erlaubt. Zack. Ja, hat mir zwar nicht den ersten Platz eingebracht, aber ab und zu, ne, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dann erlaube ich mir das. So, jetzt Achtung. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass es möglich ist, dass der Frosch in der Mitte einen so boosten kann, dass man gerade mal an der Kante von der Ziellinie landet, anstatt da hineinzufliegen. Ach, naja, was soll's. Hier habe ich noch rechtzeitig gemerkt, oh, die Plattform kippt zu stark, aber zum Glück kann man sich noch vor der Rücksetzung zum letzten Checkpoint bewahren, indem man sich auf den Stachel in der Mitte draufstellt.
Wenn man schon die Position hat, dann kann man sie ja auch durchaus ausnutzen. So, hier hätte ich es auch beinahe vergeigt, den ersten Platz zu machen. Ich habe zum Glück noch in der letzten Sekunde in der Luft umgedreht, konnte die Kante noch greifen. Und hier, wie ihr seht, Millisekundenentscheid, da habe ich es gerade noch so geschafft, den ersten Platz zu belegen. So, jetzt heißt es Finalmodus beim Truppmodus. Natürlich Sturzball, ein schöner Teammodus. Und wie ihr seht, da rollt der Ball eigentlich schon von alleine ins Ziel oder ins gegnerische Tor. Da wäre es egal gewesen, ob der eine Typ mich festgehalten hätte oder nicht. Der wäre so oder so da drin gelandet. Aber ihr werdet merken, dieses Match ist ein ziemlich erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn da haben die anderen schon den Ausgleichstreffer erzielt. Und jetzt heißt es, ja, sich nach Möglichkeit mit möglichst vielen Punkten abzusetzen und keine Bälle mehr durchzulassen. Tja, leichter gesagt als getan natürlich. Gerade bei Sturzball mit gerade mal 4 Leuten pro Mannschaft. Und da habe ich gesehen, Gott sei Dank, der Hai ist vorbeigesprintet an dem einen Ball. Und da konnte ich mit einer Spring- und Rücktaktik den Ball an den beiden vorbeipushen und zack, rein ins Tor. Puh. Gute Sache. Und jetzt, ja, das war ein ziemlich guter Kopfball von Team Gelb. So schnell geschah dann auch schon dieser Ausgleichstreffer und bei diesem Ball habe ich direkt die Gelegenheit ergriffen. Da konnte auch der gelbe Torwart nichts gegen tun. Und ja, wie ihr seht, direkt Millisekunden danach folgte auch schon das Ausgleichstor von Team Gelb schon wieder. Also jetzt geht's auch so langsam aber sicher in Sudden Death. Mit anderen Worten, der nächste Treffer zählt endgültig. Und zum Glück hat sich der gelbe Torwart viel zu sehr auf den anderen Ball da rechts konzentriert. So konnte ich den anderen Ball in aller Ruhe ins Tor reinrollen. Hammermäßig. Das war der erste von 2 Siegen, um das Event endgültig abzuschließen. Jetzt wieder zurück zu den Nashörnern. Natürlich lassen sie mich auch im Truppmodus nicht in Ruhe. Und Achtung, zack! Da hat er mich mit genau der richtigen Kraft getackelt, dass ich unter dieser Reling durchrutsche. Hammermäßig. Und direkt danach haben die Nashörner meiner übrigen Teamkollegen ins Visier genommen. Zack, wir sind alle in den letzten Sekunden rausgeflogen. Aber zum Glück haben wir vorher noch genug Punkte gemacht, um trotzdem weiterzukommen. Puh, Schwein gehabt. So, jetzt kommt das Finale Energiekontrolle. Jetzt heißt es Batterien schnappen und möglichst viele Felder in blau markieren. Und ja, ich habe mir dann direkt natürlich das Feld in der Mitte oben ausgesucht. Zwar hat es auch einer vom gegnerischen Team da hoch geschafft, aber ihr werdet es gleich sehen. Ich bemühe mich ja einigermaßen, die ganzen Felder möglichst zweireihig umzufärben. Aber wie ihr an der gelben Linie erkennen könnt, der gegnerische Spieler macht das scheinbar immer nur einreihig. Also er schafft es irgendwie immer nur, eine einzelne Linie hinter sich herzuziehen und nicht so eine doppelte Bahn sozusagen hinter sich herzuziehen, wie ich es tue. Da habe ich mir gedacht, ja gut, dann kriege ich den ja theoretisch einigermaßen fix überholt. Und dann, ja, sind die meisten Felder hier oben schon in blau gefärbt. Und dann habe ich schon ein Teammitglied gesehen, das es hier nach oben geschafft hat. Und dann wusste ich, okay, der wird sich jetzt schön auf den gegnerischen Typen konzentrieren, ihm seine Batterie abnehmen oder ihn zumindest so lange aufhalten und ablenken, sodass wir weiterhin die anderen Felder hier oben umfärben können. Und auch unter mir, die Teammitglieder, wie ihr seht, sind ziemlich fleißig. Wir haben es mittlerweile geschafft, den Großteil der Felder umzufärben. Und eigentlich ist das Match an dieser Stelle schon fast gelaufen. Hier ganz kurz vor Schluss hat es zwar noch einer vom gegnerischen Team geschafft, sich mir an die Fersen zu heften. Ne? Zuerst wollte er das andere Teammitglied erwischen, hat er nicht erwischt. Jetzt kommt er zu mir, aber naja, hat auch nicht mehr wirklich viel Unterschied gemacht. Und das war dann auch schon der Sieg Nummer 2 bei dem Truppmodus, wodurch dieses Event zu 100% abgeschlossen ist. Herrlich. So, hier habe ich wieder so einen schönen Hechtsprung am Ende geschafft. Und jetzt hieß es nur noch, die letzten paar Sprünge ohne einen Fehler zu schaffen, sodass wir vernünftig ins Ziel springen können. Da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste diese Kante doch nah genug dran sein. Und ja, sie ist locker erreichbar. Und somit, zack, erster Platz. Hier wurde es in den letzten Sekunden von Block Party nochmal spannend. Wie ihr seht, das ist die Hardcore-Variante, wo sich teilweise schon ganze Burgen bilden, die man dann überspringen und überwinden muss. Hier gleich wird es noch ein bisschen knapp. Da bin ich ja in der Mitte gelandet und musste dann direkt zur Seite, wo ich schon dachte, oh scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Und dann zum Ende hin, boah, also eine Sekunde später und ich hätte es nicht mehr geschafft. Das war richtig eng. Rausgeflogen sind übrigens nur so wenige Leute. Deutlich weniger, als ich dachte, wenn Block Party schon diesen Hardcore-Modus rauspackt. Naja, achtet mal jetzt auf die rechte Seite. Zack!
Ja, so kann es auch mal mit den Sprungplatten laufen, wenn man da unglücklich landet. Da küsst man nur die Ziellinie, anstatt da ins Ziel reinzufliegen. Ist mir ja auch schon ein paar Mal passiert. So, jetzt hier wieder im Licht bleiben. Und das ist auf dieser Plattform ja eigentlich deutlich einfacher als auf der anderen Seite, wo es diese ganzen sich ständig bewegenden Trommeln gibt. Und ja, wie ihr seht, in der Mitte bleiben, sobald der Ventilator sich dreht, nach Möglichkeit an den Rand laufen. Selbst wenn man dann in das Risiko läuft, aus der Punktezone rauszukommen, ist ja an sich wurscht. Hauptsache, man bleibt da oben. Und wie ihr seht, ich habe mich nicht nur als Erster qualifiziert, sondern auch noch einen deutlichen Abstand zum zweiten Platz gehabt. Wie ihr seht, der hat sich jetzt erst qualifiziert. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich von den Punkten her so weit vorne lag. Aber naja, passiert ja manchmal. So, jetzt hier Schleimkraxler. Wie ihr seht, ich habe die anderen schön bei der letzten Kurve überholen können. Hier hat mich das Pendel beinahe rausgekickt. Aber, ja, da konnte ich es mir nicht nehmen. Da wollte ich es spannend machen. Und kurz vor der Ziellinie nochmal ein kurzes Emote machen. Da hat man gerade eben gesehen, der Gegner vor mir hat das Glücksspiel mit dem Ventilator nicht geschafft. Gut für mich. Jetzt heißt es einfach nur noch möglichst gut durchkommen. Da war es mit dem Balken fast schon zu eng, um ehrlich zu sein. Aber, naja, hat ja noch gepasst. Bei dieser Runde Pinguin Pool Party habe ich eine Weile gebraucht, bis ich einen Pinguin schnappen konnte. Und da hat sich allerdings auch schon ein anderer Spieler an meine Fersen geheftet. Und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt ganz schnell zu dieser einen Rutsche und mich dort in Sicherheit bringen. Wie ihr seht, gleich da, er ist immer noch hinter mir her. Aber hier bei der Brücke wollte ich ihn abhängen. Er hat mich aber tatsächlich noch in der Luft packen können, doch ich konnte den Pinguin noch rechtzeitig schnappen, bevor er über die Kante am Ende der Rutsche rüberrutscht. Also nochmal Glück gehabt. Gerade so gut gegangen. Derjenige, der gerade eben auf der Rutsche neben mir gewesen ist, scheint noch nicht zu wissen, dass die untere Route in diesem Rennen zumindest am Ende etwas schneller ist als die obere Route. Ich meine, zugegeben, ich kann es ihm oder ihr gar nicht verübeln, denn schließlich ist es ja meistens so, dass die schwierigeren Routen aufgrund dieses Risikos, das sie beinhalten, auch schneller gehen. Ne, sofern man in der Lage ist, diese vernünftig zu spielen. Und Achtung, das ist mir ehrlich gesagt auch noch nie passiert, dass einer tatsächlich gezielt dieses Tohuwabohu am Anfang so ausgenutzt hat, um einen, der ganz am Rand lief, komplett runterzuschubsen. Wow, das ging sogar so schnell, dass ich es kaum realisiert habe in dem Moment. Unfassbar. Naja, hier wie ihr seht, konnte ich auch schon relativ schnell die Spitze sichern und habe das Ganze dann auch relativ leicht beibehalten können. Hier habe ich tatsächlich sogar aus reinem Glück die etwas schnellere Route genommen. Am besten ist es ja immer, die Route zu nehmen, wo man dann auf der allerletzten Scheibe am Ende einen kürzeren Weg hat. Zugegeben, da habe ich dieses Mal nicht wirklich drauf geachtet. Das war dann eher Zufall, dass ich links gelandet bin. Hier habe ich dann auch nochmal ein bisschen auf Risiko gespielt. Einfach nur, damit man sieht, wie viel Abstand ich zu den anderen habe. Klar, durch diese Kameraeinstellung konnte ich dann nicht mehr sehen, von wo die Bälle kamen. Von daher, ich hätte dann auch genauso gut, genau so von den Bällen getroffen werden können, dass mir der erste Platz am Ende komplett verwehrt bleibt auf den letzten Metern. Aber hat ja funktioniert, ne? Was tut man als YouTuber nicht alles, um eine geilere Kameraeinstellung zu haben. Naja, hier wie ihr seht, hat es auf den letzten Metern mit dem ersten Platz auch funktioniert. Hier konnte ich mir bei Reifenlegenden den ersten goldenen Reifen dort oben in der Mitte sichern. Ich habe mich echt gefragt, warum nicht noch mehr Leute direkt nach oben in die Mitte gerusht sind. Das ist normalerweise immer das Ziel der meisten Leute. Aber naja, dafür hatte ich dann eben keine Konkurrenz in der Mitte und konnte mich direkt als erstes für die nächste Runde qualifizieren. So, hier in dem Finale habe ich keine Ahnung, was mit dem letzten Gegner passiert ist. Zack, da war er auf einmal draußen, ist außerhalb meiner Kamera passiert. Kein Plan, was da passiert ist. Ich habe mich einfach nur darauf konzentriert, so wie immer, nach Möglichkeit so schnell wie möglich die Rollen zu wechseln. Und ja, wie ihr seht, hat auch lange genug funktioniert. So, in diesem Rennen, da habe ich es auch wieder relativ früh tatsächlich geschafft, zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits, mir den ersten Platz sozusagen zu sichern, also besser gesagt, den ersten Platz vorerst beizubehalten. Gesichert habe ich ihn natürlich noch nicht, es kann ja noch eine Menge in dem Rennen passieren. Es sind eine Menge Hindernisse, die man noch überwinden muss, die man vor allen Dingen dann noch ein zweites Mal überwinden muss. Hier habe ich mit den Schleuderplattformen richtig Glück gehabt, ich habe einfach nur mal drauf losgeraten, wo ich schon mal vorne war. Da konnte ich auch genauso gut schon mal für die zweite Runde herausfinden, welche von den Schleuderplattformen einen nach vorne katapultieren. Und da habe ich direkt sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Reihe richtig Glück gehabt.
So, hier zugegeben, da der Sprung war etwas unglücklich und ihr seht auch, dass einer mir die ganze Zeit an den Fersen hängt. Von daher, wenn ich auch nur einen einzigen groben Fehler gemacht hätte, dann, ja, wäre ich definitiv überholt worden. So viel steht fest. Hier wollte ich mir unbedingt noch einmal den Vorteil sichern, dass am Anfang das erste Feld noch eine erhöhte Gravitation hat und meine Seite eben eine verringerte Gravitation, um denjenigen hinter mir sozusagen nochmal ein kleines Beinchen zu stellen. Und das hat dann ja auch für den ersten Platz gereicht, wie ihr gesehen habt. So, bam, da habe ich nochmal von einer Banane richtig quer eins ins Gesicht gekriegt, hammermäßig. Das Krokodil hinter mir aber auch, wie ihr gerade eben gesehen habt. Hier habe ich es mal wieder per Zufall geschafft, so einen Superjump zu machen, ne? Im richtigen Timing, wenn man an dieser Gummiplattform landet, nochmal X drücken und dann ist sozusagen ein Katapultsprung möglich. Naja, und hier habe ich es auch geschafft, zum Glück direkt am Anfang auf dieser sich neigenden Plattform zu landen. Man hat immer eine 50-50-Chance, entweder landet man hier oder auf den sich bewegenden Trommeln auf der anderen Seite der Map. Im Vergleich zu den Trommeln macht es einem die Plattform hier auf jeden Fall deutlich leichter, oben zu bleiben und Punkte einzusacken. Wie ihr seht, klar, man muss sich ja noch auf die drehenden Balken konzentrieren und so und darauf, in welche Richtung sich die Plattform neigt. Aber es geht eigentlich so. Zack, da sind schon einige rausgeflogen, wie ihr gesehen habt. Und hier sogar auch nochmal so einige. Am Ende waren tatsächlich nur noch 4 Leute übrig. Finale war übrigens Riesenpatzer. Da ist aber nichts Besonderes passiert und gewonnen habe ich auch nicht. Von daher zeige ich es auch an der Stelle nicht. So, da hat mich einer die ganze Zeit über angepackt. Und leider hier das Momentum, zack, hat mich direkt in den Schleim befördert. Aber wie ihr gesehen habt, eine Millisekunde später kam die rettende Wand aus dem Schleim heraus. Also, ha, ganz, ganz knappe Kiste, ne? Wenn ich eine Millisekunde später darunter gefallen wäre, dann hätte ich nicht rausfliegen müssen. Aber dafür habe ich die darauf folgende Rollbahn-Finalrunde gewonnen. Immerhin. So, hier hatte ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung, welche Plattform die richtige war. Und dass ich dann am Ende diesen Sprung rüber gemacht habe, war tatsächlich kompletter Zufall. Das war einfach nur so eine Art Sicherheitssprung, weil ich wirklich nicht wusste, welche Plattform die richtige war. Und ja, bei dem Sicherheitssprung wusste ich, dann kann ich mich noch notfalls mit einem Hechtsprung auf die andere Plattform retten. So, hier wie ihr seht, da hatte ich sozusagen eine Eingebung von oben, denn ja, auf einmal habe ich eine richtige Tür nach der nächsten erwischt. Hier beim letzten Raum kam ich ein bisschen ins Straucheln, aber der Vorsprung hat zum Glück noch ausgereicht, um mir ohne Probleme und größere Konkurrenz die Krone zu sichern. Puh, nochmal gut gegangen, weil als ich da beim letzten Raum runtergeflogen bin, da ging mir aber die Pumpe auf einmal, das könnt ihr mir glauben. So, und hier wurde es auch noch einmal richtig schön knapp. Zack! Also hier den ersten Platz zu belegen, ist teilweise auch eher Zufall. Oder Glück, wie ihr es nennen möchtet. So, Achtung, Nashorn. Hui, hui, hui! Hammermäßig, oder? Ja, bei den Nashörnern sollte man eigentlich immer davon ausgehen, dass sie theoretisch von einem Ende der Map bis zum anderen Ende durchsprinten. Habe ich an der Stelle zugegebenermaßen nicht gemacht und da habe ich dann direkt die Quittung für gekriegt. Naja, aber es geht natürlich hier wieder weiter mit Wolkenschleimkratzer. Hier konnte ich auch direkt am Anfang wieder den Speedrun-Trick benutzen, auf diesen Flipper draufspringen und anschließend quasi die erste Kurve bei den Lichtbrücken komplett skippen. Und ja, der Rest war dann schlicht und ergreifend einfach nur nach Möglichkeit nicht wieder runterfallen und auf diese Art und Weise entweder riskieren, in den Schleim zu fallen oder von anderen überholt zu werden. Ne, denn wenn ich schon so weit bin, dann bin ich auch ehrgeizig genug, um den ersten Platz auch zu holen. So, wie ihr seht, das mit diesen Lichtbrücken, die mich schon ein paar Best-Offs zuvor durchaus ärgern konnten, die sind mittlerweile eigentlich gar kein Problem mehr. Jetzt, wo ich weiß, dass ich mich in der Ecke quasi vor denen verstecken kann und auf diese Art und Weise sicherstellen kann, dass die mich nicht wieder mehrmals hintereinander in die letzte Lane zurückversetzen. Seitdem klappt es einigermaßen. So, und jetzt wieder Nashörner in den letzten Sekunden. Also noch eine Sekunde länger und ich wäre raus gewesen. Wage ich jetzt ganz einfach mal zu behaupten. Hier war es auch ziemlich knapp mit dem ersten Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wusste ich nicht, hä, war das jetzt echt erster Platz? Naja, egal. Hier, wie ihr seht, da war ich auch relativ alleine vorne, aber bei diesen Drehtüren haben die anderen dann ja eigentlich immer die Möglichkeit aufzuholen. Wie ihr seht, da ist dann schon der nächste Konkurrent da.
Und er ist dann auch tatsächlich vorerst der Einzige, der mir einigermaßen nahe kommt. Jetzt heißt es nur noch den Todespendeln ausweichen, damit man nicht in die Seitengassen runter versetzt wird. Aber auch das hat funktioniert, auch den Gummisäulen konnte ich einigermaßen gut ausweichen. Und so, zack, zum Glück, erster Platz. Jetzt kommt wieder Leitlicht an die Reihe. Ah, das ist immer wieder schön, ne? In manchen Runden, da bewegt sich dieses Ding wirklich in so einem extrem Zickzack-Modus. Und das Schlimmste ist auch, wenn es sich so oft über den Ventilator in der Mitte bewegt. Denn wenn man von dem Ventilator zu weit nach oben gepustet wird, dann bekommt man keine Punkte. Ja, man bekommt ja nur Punkte, wenn man unter dem Scheinwerferlicht ist, nicht darüber. Dementsprechend, ja, da gehen dabei theoretisch auch einige Punkte verloren. Aber, wundersamerweise konnte ich mich hier auch wieder als Erster für die nächste Runde qualifizieren. Habe ich auch nicht mitgerechnet. So, und noch einmal Tempellyrinth, ne, ist ja immer wieder schön dabei. Ist quasi mittlerweile schon so eine kleine Alternative zu Bergspitze geworden. Nur, dass es hier eben keine eindeutige Route, die nur geradeaus führt, gibt. Ne, und quasi immer wieder die gleichen Hindernisse, sondern dass die Route immer anders ist und dass sich auf diese Art und Weise dann auch die Räume sowie die Hindernisse, die darin sind, immer wieder unterscheiden. So hat man dann immer wieder eine andere Route und andere Hindernisse, die man hintereinander bewältigen muss. Aber wie ihr seht, ich habe es noch richtig gut geschafft, mich einigermaßen vorbeizumogeln und mich nicht allzu sehr von den Hindernissen aufhalten zu lassen. Zum Glück. Und auch hier wieder relativ am Anfang relativ weit vorne gewesen. Hier wurde ich zwar schon von den Leuten überholt, die sich von den Balken haben schubsen lassen, aber hier, habt ihr das gesehen? Da bin ich quasi über den Boden geskatet, aber mit einem Affenzahn, ohne dass ich hingefallen bin oder sonst irgendwie, keine Ahnung, vom Spiel dazu verleitet wurde, einfach mal 10 Sekunden lang am Boden liegen zu bleiben. Das hat mich echt gewundert. So ein Geschwindigkeitsboost, da dachte ich mir, oh, da schaffe ich jetzt ganz sicher bestimmt den ersten Platz. Hammermäßig. Ventilator sagt nein. Tja, da wurde ich genau in diese Lücke reingeschoben und dazu den ersten Platz dann leider auch schon nicht mehr gereicht, wie ihr gesehen habt. Da waren dann schon viele Leute vor mir. Und jetzt, Achtung, das Nashorn. Hui! Hui! Seht ihr, wie es sich auf mich konzentriert? Hui, es lässt mich nicht in Ruhe. Zack. Und jetzt, wo es frustriert darüber ist, dass es mich nicht rauskicken konnte, lässt es seine Wut anschließend an den ganzen Leuten in der Mitte aus, wie ihr seht. Dann ist es nur noch da am Rumwüten. Hammermäßig. So, jetzt 10 Spitzen. Achtung. Da ist es immer ganz interessant, wenn die richtige Route am Ende über diese Rolle führt. Achtung, zack. Da hat mich die Rolle noch erwischt, aber ich habe es gerade noch so geschafft, über den Rand der Ziellinie hinauszukommen. Und hier... Habt ihr rechts gesehen beim Fallfeed? Ich habe zwar eigentlich nicht den ersten Platz gekriegt, sondern ein anderer Name steht da, der den ersten Platz bekommen hätte. Aber trotzdem, von der Medaille her, habe ich trotzdem den ersten Platz bekommen. Also, was soll man jetzt glauben? Dem Fallfeed, der nicht gesagt hat, ich hatte den ersten Platz? Oder der Medaille, die das Gegenteil gesagt hat? Ich habe keine Ahnung, was da am Ende gestimmt hat, Leute. Naja, hier, wie ihr seht, das hat auch relativ gut funktioniert mit der unteren Route und dem ersten Platz. Hier seht ihr bereits jemanden, der vor mir bei der letzten Lane angekommen ist. Allerdings hat der letzte Ventilatorsprung nicht ganz so gut funktioniert. Das konnte ich nutzen, um vorbeizuziehen und selbst den ersten Platz zu machen. Hier seht ihr jetzt gleich links die Konkurrenz für diesen ersten Platz. Allerdings hat wohl der Winkel bei der letzten Trommel nicht so ganz gestimmt. Für die ging es nach rechts und für mich ab durch die Mitte. Und so schnell ist dann auch schon wieder Schluss mit dem Best-of. Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Bis dahin, Leute, ciao, ciao und frohe Trophäenjagd!